Guten Tag, ich zeige mal ein Herbst-EDC. Das ist ein kleines Update. Da hat sich ein bisschen was geändert bei mir, nicht alles. Was sich nicht geändert hat, das ist die EDC-Pouch. Die ist von der Firma Topo Designs. Die gefällt mir sehr gut. Die ist auch nicht fürchterlich teuer. Die kostet unter 20 Euro. Die gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe die noch in grün. Da kann man auch vor der Kamera viel besser die schöne Struktur können wir es hier sehen. Und hier habe ich die nochmal in dieser Farbe und von innen ist die aus Nylon. Das ist ein Cordura 200D und die ist sehr strapazierfähig, diese Pouch. Und jetzt möchte ich mal zeigen, was ich da drin habe. Zunächst einmal hat sich meine Notfallpfeife geändert. Diese hier ist viel lauter als die andere, die ich da drin hatte. Die hat auch einen echten Kirschkern und wenn ich da reinblase, nur ein bisschen, dann platzt dann fast das Trommelfell. Die habe ich hier auch noch mit so einem kleinen Karabinerhaken versehen, falls ich die mir mal an den Hals hängen möchte. Als nächstes habe ich hier die Lampe getauscht. Ich hatte vorher auch eine von Rovivon. Das war die Angel Eyes E3, glaube ich. Die hatte auch noch die Möglichkeit, neben einem Akku mit einer AAA-Batterie betrieben zu werden. Diese hier, die hat nur einen Akku, einen Lithium-Ionen-Akku. 330 mAh müssten das sein. Und die ist leichter und kleiner als die Angel Eyes. Über einen Clip und hier hinten auch noch ein aufsteckbares Magnetteil. Ist magnetisch hier. Die Sachen finde ich sehr gelungen. Wenn man mal eine Autoreparatur oder sowas hat, da kann man sich das unheimlich gut an die Motorhaube knipsen oder auch so. Kann man das an Metallteilen mit magnetisch befestigen. Das gefällt mir sehr gut. Und diese Lampe, die wird aufgeladen mit einem USB-C-Kabel, ja, USB-C-Anschluss. Ich zeige mal die Funktion. Die habe ich jetzt entsperrt. Kann man sperren und entsperren, wenn man drauf drückt. So. Dann kann man das Licht in der höchsten Stufe aktivieren. Das hier ist eine 450 Lumen Nichia. Nichia LED, die gibt es auch noch mit einer anderen mit 650 Lumen, aber diese Nichia, die sind für mich am besten geeignet wegen dem hohen CRI-Wert, also diese Näherung an das Tageslicht, das finde ich sehr toll. Dadurch kann ich Kontraste sehr gut erkennen im Dunkeln und da sehe ich teilweise viel mehr als mit einer hohen Lumenzahl. Das ist die höchste Stufe, das ist die niedrigste, damit brennt sie 72 Stunden. 2, 3, 4, also 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. So. Die hat auch noch ein Seitenlicht. Einmal ist das hier UV-Licht. Es hat eine Wellenlänge von 360 nm und da kann man auch sehr gut Geldscheine mit kontrollieren. Und zusätzlich verfügt das noch über Rotlicht. Das zeige ich auch mal, da kann ich durchschalten. Einmal Rotlicht. Blinkendes Rotlicht und schnell blinkendes Rotlicht. Ich weiß nicht, ob das SOS ist. Glaube ich jetzt erstmal nicht. Und dann hat es noch ein Seitenlicht. Das eignet sich sehr gut zum Lesen, auch in zwei Stufen. Kann man so hinstellen.
kann man gut lesen. Auf dieser niedrigen Stufe brennt das 12 Stunden. Finde ich echt genial, diese kleine Lampe. Und die sperre ich jetzt mal wieder. Moment. Leuchtet die zweimal. Was habe ich hier noch? Kleines Messer. Das ist von der Firma Green Thorn. Habe ich mir vor einiger Zeit auf AliExpress besorgt. Dieses Messer, das verfügt als über eine Klinge aus M390er Stahl und zusätzlich über Titangriffschalen. Das ist ein kleiner Slipjoint, der hat allerdings keinen Halfstop, aber das brauche ich auch nicht. Das Messer ist nicht sonderlich schwer. Ich wiege das mal nach. 29,7 Gramm. Also das gefällt mir ganz gut wegen der Klinge auch. Die muss man nicht ständig nachschärfen. Deshalb habe ich mich jetzt erstmal für dieses hier entschieden. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das vielleicht durch dieses hier ersetze. Das wiegt 21,6 Gramm. Oder durch jenes hier 28,9 Gramm. Da bin ich mir noch nicht ganz schlüssig. Aber im Moment ist es das hier. Das ist übrigens hier Kohlefaser noch, die Einlage. Also ein sehr schönes Messer, wie ich finde. Dann habe ich noch die Möglichkeit, hier meine elektrischen Geräte zu laden. Das ist InCharge X von Rolling Square. Da hat man ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten des Ladens. Ich zeige das mal. Hier Micro-USB, USB-10, USB-C oder USB. Hier auch nochmal USB-C. Kann man auch bis 100 Watt laden. Geniales Teil, wie ich finde. Dann habe ich meine alte Lupe ersetzt. Ich hatte vorher die mit, aber die war mir einfach zu schwer. Obwohl die genial ist. Da habe ich diese hier jetzt mit. Auch super, die wiegt kaum was. Die ist wirklich von sehr guter Qualität. Habe ich mir bei Amazon bestellt. Ich glaube, da waren in so einer Packung 20 Stück drin. Und ja, Vierfachvergrößerung, Zentimetermaß, echt klasse, das Teil. Geblieben ist mein kleiner Silberkompass. Der ist absolut hochwertig. Wunderschönes Teil, wie ich finde. Spiegelkompass, hat man noch einen Spiegel dabei. Hat mir vor kurzem geholfen. Ich war unterwegs, habe Pilze gesammelt und da wusste ich plötzlich nicht mehr, wo ich war. Es war auch so grau, ich konnte die Sonne nicht erkennen. Und da habe ich echt den Kompass gebraucht, um wieder aus dem Wald rauszufinden. Hat aber sofort geklappt. Was habe ich noch? Das ist auch geblieben. Von der Firma Leatherman, das Style PS mit der Zange. Das verfügt jetzt über kein Messer, aber über andere Sachen, nämlich über eine kleine Schere und über kleine Pfeile. Das ist eine Dreiße. Hier. Und das kann man auch als kleinen Schraubenzieher verwenden. Und sie hat noch eine Pinzette. Sie hat noch eine Pinzette. Upsala. Die ist kurz weggesprungen. Ich stecke sie mal wieder ein.
kann auch noch hier diese Befestigungsmöglichkeit als Kapselheber benutzen. Cooles Teil, finde ich. Was habe ich noch? Ja, eine kleine Kupplung, Magnetkupplung. Finde ich auch gut. Auch wenn mal an was hingefallen ist, vielleicht ein magnetisches Teil, dann kann man das ganz gut auf dem Boden suchen und finden. Habe ich auch immer mit. Dann habe ich eine kleine Preiber mit. Letzter Zeit, also dieses Teil, das gefällt mir unheimlich gut. Das ist von der Firma Maratec. Das gibt es in verschiedenen Größen. Das hier wiegt, glaube ich, nur 15 Gramm. Und das ist relativ günstig. Ich habe das, glaube ich, für 15 Euro noch was geholt. Ich habe gesehen, dass einige echt unverschämt sind. Die verkaufen diese Prybars für 29 Euro noch was. Das ist noch nicht mal aus Titan, das ist den neuen Stahl. Und das ist eine absolute Frechheit. Ich habe das gekauft bei der Firma Rebecca und Andreas Müller GbR im Internet zu finden unter Come2You. Und die verkaufen die in unterschiedlichen Größen zum Preisen von 14 Euro noch was bis 19 Euro noch was. Das teuerste ist so ein kleines aus Titan, das habe ich mir auch gleich bestellt. Das ist dieses hier, das wiegt nur 6 Gramm. Auch ein tolles Teil. Und dann gibt es das noch größer. Auch nicht verkehrt, gerade wenn man mal ein bisschen mehr Hebel braucht. Aber das reicht eigentlich für mich aus und ich habe es mir nochmal bestellt. Das gibt es dann noch gerade und nicht gebogen. Obwohl ich gerade das Gebogene total gut finde. Also die Größe hier gefällt mir, das Gebogene. In meinen Augen, was ist dann nur meine Meinung, ist das die beste Priber. Als ich dann bei den Maratec Sachen geguckt habe, habe ich auch noch das hier gefunden. Das ist Cuttermesser, Zweihandbedienung, also legal in Deutschland zu führen. Titan ist das, das ist limitiert auf 500 Stück. Gibt es bei der gleichen Firma und die Klingeneinsätze, die sind handelsüblich. Das hat mir unheimlich gut gefallen. Das ist jetzt in meinem EDC. Ich weiß noch nicht, ob das in meinem EDC bleibt, ob ich das wirklich brauche. Da muss ich mal nachschauen, aber klasse ist das schon. Da habe ich noch so ein paar Kleinigkeiten. Aus. Einmal hier so ein Mikrofasertuch, das ist immer gut. Dann zwei Büroklammern, die kann man auseinanderbiegen, falls man mal mit Draht was befestigen muss. Eben so sehr schön, sind so Sicherheitsnadeln, wie ich finde. Da habe ich zwei verschiedene Größe drin. Dann hier, das kennt jeder von der Firma Victorinox, so ein kleines Bändchen. Ebenfalls von der Firma Victorinox habe ich hier einen sehr kleinen Feuerstarter für den Notfall. Hier drin kann man sehen, ist auch Zundermaterial. Also da kriege ich sehr schnell und leicht ein Feuer mit an. Echt klasse. Und das hier ist von der US-Armee auch so ein kleines Tool. Da kann man Dosen mit öffnen. Sehr gut. Und es eignet sich auch als Schraubenzieher. Gefällt mir. Habe ich mal geschenkt bekommen. Und dann habe ich noch einen Karabiner für den Notfall dabei. Das ist eine ganze Menge, wie ich finde, was in so eine kleine Tasche passt. Und die passt auch super in meine Hosentasche. Die habe ich auch noch hier an der Seite mit einem Karabiner versehen. Gefällt mir sehr gut. Und in letzter Zeit habe ich dieses Messer mit. Das ist von Creely Blades. Aus einem Banax-Stahl, der nicht rostet. Und das ist sowas von scharf und slicey. Passt in meine Tasche. Das ist eine Hosentaschenscheide. Das ist mein augenblickliches EDC-Update. Ich bedanke mich für das Interesse und wünsche allen Zuschauern noch einen sehr schönen Tag.